Wir bleiben den deutschen Interviews und Spielen treu. Neben mir ist die PR-Managerin Vera aus dem Hause Crimson Cow, ja, aus Hamburg, richtig? Ja. Und zwar, es geht um ein spanisches Spiel namens Why, der Fall? John Yesterday. John Yesterday. Wir haben jetzt schon heute ein Point-and-Click-Adventure gesehen. Ist das denn auch ein lustiges Spiel, so wie jetzt das Fall mit dem Vieh zum Beispiel, oder um was geht es da konkret? Nein, also Why, der Fall John Yesterday ist gar nicht ein lustiges Spiel. Es ist was komplett anderes als die Viehchroniken. In dem Fall ist das auch ein Spiel von Pendulo Studios, die eigentlich dafür bekannt sind, sehr lustige, sehr bunte Point-and-Click-Adventures zu machen. Und wir haben jetzt den rasanten Cut gemacht, um wirklich ein brutales, ein Psychothriller im Endeffekt gemacht mit Pendulo Studios, der düster ist, der blutig ist, der brutal ist. Und wir haben uns riesig gefreut, dass wir die Möglichkeit haben, das Spiel hier auf der Gamescom ankündigen zu können. Das heißt, Pendulo Studio, was für Spiele kennen wir denn aus dem Hause? Also ich glaube, die bekanntesten von Pendulo Studios sind immer noch die Runaway-Spiele. Ja, ich meine, die gibt es seit 10 Jahren. Runaway A Road Adventure war das erste. Das letzte davon war Runaway A Twist of Fate. Und Anfang des Jahres ist auch The Next Big Thing von Pendulo erschienen. Alles klar. Bei Why jetzt, kann ich mir das vorstellen, das sind alles komplett neue Charaktere oder kennen wir da irgendwas schon daraus aus früheren Spielen? Also die Charaktere an sich sind komplett neu. Da wird auch jeder Charakter sehr detailliert mit seiner Hintergrundgeschichte aufgebaut. Also beispielsweise einer der spielbaren Charaktere, es gibt mehrere, war früher bei den Pfadfindern. Und dann findet man im Inventar zu Beginn, wenn man den Charakter spielt, das Pfadfinderabzeichen. Und wenn man sich das anschaut, erfährt man viel über die Hintergrundgeschichte des Charakters und die spielt auch im weiteren Verlauf des Spiels dann eine große Rolle. Ja, das heißt, die Charaktere sind wirklich komplett neu aufgebaut und haben eine sehr detaillierte Geschichte. Ja, also es geht auch sehr in dieses Psychische von den einzelnen Charakteren rein. Es ist eine sehr ernsthafte Geschichte. Rein von der Erzählweise, grafisch gesehen, ist das Ganze 2D, 3D eher dunkel, grafisch, optisch wie ein Comic gemacht oder wirklich eher realistisch? Also es ist schon eine gewisse Comic-Grafik da, aber vor allem, und das ist sehr neu für die Pendulo Studios, das ist wie eine Grafiknovelle aufgebaut. Das heißt, man hat immer wieder, wir nennen das Blow-Ups, so wie bei einem Comic diese Kästen, die reinkommen. Also die ganzen Dialoge sind beispielsweise so geführt, dass man halt nicht nur die ganze Szene sieht und sich einfach zwei Leute unterhalten, sondern man wirklich die Mimik von den einzelnen Charakteren sieht und sieht, wie fühlen die bei dem, was sie sagen. Schön gemacht. Es klingt doch so, dass jetzt Fans von den früheren Spielen sich wiederfinden werden und auch hier in diesen Krimi-Part wieder einsteigen können. Ja, das will ich dir hoffen. Gut, sehr gut. Wann wird dieses Spiel erscheinen? Das Spiel ist für Frühjahr 2012 geplant. Okay. Und Crimson Cow nimmt jetzt welche Rolle hier genau bei dem Spiel? Crimson Cow ist im Endeffekt der Publisher des Spiels. Okay. Also, wenn man es beispielsweise mit einem Buchverlag vergleicht. Wir sind der Verlag. Alles klar. Na, vielen Dank, werden wir uns auch anschauen und wir werden sicher auch mehrere Spielszenen noch zeigen. Vielen Dank. Danke dir.